Ey Leute, was geht? My Life ist wieder am Start mit einer weiteren Folge der Serie Road to Beast in Infinite Warfare mit der OSA. Wir spielen die Waffe immer noch mit Vordergriff, schnell ziehen, Schalldämpfer und Magazinerweiterung. Und ja, die Waffe ist mittlerweile auf Waffenlevel 11. Ab Waffenlevel 12 haben wir den Lasermarkierer. Und ja, direkt mundtot gedrückt bekommen, wie räudig er da steht. Ja, auf jeden Fall, sobald wir den Lasermarkierer haben, werde ich noch ein, zwei Parts mit dem Lasermarkierer auf der Waffe aufnehmen. Und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr die Waffe lieber spielen wollt, weil das sind eigentlich so die wichtigsten Aufsätze, die man auf der Waffe braucht. Mit dem Vordergriff, Schalldämpfer und Magazinerweiterung. Und dann könnt ihr euch ja aussuchen, ob ihr lieber schnell ziehen drauf spielen wollt oder den Lasermarkierer. Ich persönlich bevorzuge den Lasermarkierer, da ich öfters auch mal einen Fight aus der Hüfte mache mit der Waffe. Da ich die Waffe eigentlich mehr wie eine MP spiele. Und Alter, ich krieg voll auf die Fresse. Was ist denn das, Digga? 2 zu 4, nee. Lass mal wieder hier an die Stelle. Mal gucken, ob ich... Okay, ich renne nicht mehr die Richtung. Gott sei Dank spawn ich auch woanders da. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich eh wieder den Weg gerannt. Ja, aber die Waffe zieht immer noch ziemlich stark hoch und ich werde von hinten getötet. Die Map hier ist aber auch irgendwie wie Nuketown. Entweder man kann sie spielen und man mag sie, oder die Map fuckt einen übel ab. Und bei mir ist das so ein Zwischending. An manchen Tagen kann ich die Map eigentlich noch einigermaßen spielen und manchmal würde ich die Map am liebsten, keine Ahnung, einfach Atombombe drauf, kaboom und tschüss Map. Boah, ist das ein Ernst mit... Oh mein Gott, Digga, wie ich veraimt habe. Egal, ich hätte eh nichts machen können. Selbst wenn ich ihn früher geholt hätte, der andere Gegner war hinter mir. Und Alter, ich renne auch keine 10 Meter und gehe wieder drauf. Läuft auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich. Das bleiben wir mal hier ein bisschen defensiver. Was? Ah ja, stimmt, ich wollte das Perk reinmachen, dass mich die Drohnen nicht mehr sehen, verdammt. Boah, Digga, schönes Ding. Warum haue ich meine Drohne raus, wenn eine Konterdrohne oben ist? Keine Ahnung, fragt mich bitte nicht. Na, sorry dafür. Kommt, glaube ich, gleich wieder einer. Na, komm her, komm her, komm her. Na, mein Teammate hat ihn, nice. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen defensiver. Boah, Digga, was will ich da machen? Ah, da hätte ich gar nichts machen können. Außer ich hatte das Perk dabei gehabt, dass mir die Granaten nicht so viel Schaden machen. Naja. Eventuell spiele ich auch nicht gerade so gut, weil ich eventuell die falschen Perks oder so verwende. Könnt ihr mir gerne mal ein paar Tipps geben, welche Perks ich am besten dabei haben sollte und welche eher unwichtig sind. Die Perks, die ich spiele, habt ihr am Anfang gesehen. Lol, Digga, ich wollte das Ding gerade kaputt schießen, dein Ernst. Alter, Dead Aim, ich treffe nicht mal das Teil. Yay, schlechtestes Aim auf YouTube. Belasten. So, den haben wir. Oh mein Gott, Alter. Steh doch nicht dahin mit deiner scheiß Sniper. Ach nein. Kann ich den hier machen? Nice! Ich hab ihn noch geholt. Oh Junge, Digga, was ist los mit dir? Warum hat mein Teammate dich nicht geholt? Okay, wir gehen wieder negativ. Natürlich ziemlich belastend.
Aber eigentlich ist mir die KD jetzt gerade relativ egal. Da ich jetzt eigentlich nur... Ach, warum mache ich das dann dauernd, Alter? Da ich jetzt eigentlich nur die Runde hier schauen will, da sehe ich... Oh mein Gott, hätte ich da jetzt reingeschossen. Die wären alle draufgegangen. Ich will jetzt eigentlich halt nur gucken, dass ich die Waffe vom Waffenlevel her höher kriege. Ach, scheiße. Ja, Digga. Wahrscheinlich wird er mich jetzt geholt. Jo. Boah, ich merke... Leute, ich veraim, Digga. Fuck, Mann. Warum habe ich gerade eben so krass veraimt? Ja, er ist AFK oder so, nice. Boah, Digga! Ja, da mache ich gar nichts, wenn da zwei Stück sind. Egal, den einen hatte ich noch geholt. Ja, nee, ich schieße das nächste Mal mit dem Granatenwerfer rein. Juckt mich jetzt nicht mehr. Okay, das ist aber gut. Boah, Digga, nein, Alter, hör doch auf mit diesem scheiß Hardscopen. Ah, wie mich sowas aufregt. Ich hab nichts gegen Sniper-Spieler, aber Alter, stell dich doch bitte nicht irgendwo hin und tu Hardscopen. Ja, okay, also die Runde ist relativ schlecht ausgegangen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch auch noch ein Abo da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.